Beste Grüße aus Alanya. Es ist Freitagabend und ich zeige dir jetzt gleich mal so ein bisschen die Straßen von Alanya am Strand hier. Ich bin auf der Seite des Kleopatra-Strandes und ich bin echt überrascht, dass so viele Menschen gerade abends noch unterwegs sind. Nein, natürlich nicht. Es ist völlig normal, gerade in der Türkei, dass so viel los ist abends, weil es einfach tagsüber noch zu heiß ist. Und deswegen kommen abends dann die Menschen raus. Bevor wir aber ins Video einsteigen, möchte ich einmal eine ganz kurze Geschichte erzählen, die mir gestern aufgefallen ist, weil jetzt der ein oder andere Passant hier natürlich auch schaut. Ja, tatsächlich, gestern, ich bin auf einen Roller gefahren und wurde auf der offenen Straße erkannt. Also wenn du jetzt das Video geschaut hast oder anschaust, schöne Grüße. Ich fand es ein bisschen amüsant, so einen kleinen, hey, den kenne ich. Ja, ich bin der Markus. Ja, das bin ich. Ja, also richtig lustig das Ganze gewesen. Aber es gibt Sachen, die nicht unbedingt lustig sind. Und das sind Sachen, wenn es um deine Gesundheit geht, beziehungsweise auch um deinen Geldbeutel. Weil die finanzielle Gesundheit ist natürlich auch extrem wichtig. Und es gibt sehr viele Menschen, die kommen eben in die Türkei oder die kommen ins Ausland, so wie wir auch nach Paraguay, und wollen sich ein neues Leben aufbauen oder eventuell sogar nur, sage ich jetzt mal, eine Immobilie zum Ferienurlaub oder zum Überwintern kaufen. Aber auch da kannst du einfach mal ins Klo greifen. Ja? Und dementsprechend ist es so krass wichtig, dass man an Menschen kommt, die auf jeden Fall zumindest sich auskennen auf diesem Immobilienmarkt, weil es gibt hier sehr viele Haie oder man könnte auch sagen, es gibt hier sehr viele schwarze Schafe auch und die werfen natürlich dann ein ganz schwarzes Licht auf alle anderen. Das ist ja immer so. Ja? In der Türkei passiert irgendwas, ah, gleich alle Türken sind so. Ja? Oder in Deutschland passiert irgendwas, der hat schwarze Haare, ach, die Türken wieder. Dabei war es ein Afghane oder ein Syrer, ja, wer kennt es nicht. Und dementsprechend darf man auch nicht alles immer pauschal in eine Schublade stecken. Und man sollte auch nicht immer gleich pauschalisieren und dann vor allen Dingen abschalten. Das bedeutet, wenn du dich für Immobilien interessierst, wenn du dich für das Auswandern interessierst, freut es mich natürlich, wenn du hier auf diesem Kanal bist, wenn du auf diesem Kanal bleibst, die Informationen ziehst. Aber in Bezug auf Immobilien, ganz wichtig, dass du da an vertrauenswürdige Menschen kommst, die sich da wirklich auskennen, die die Sprache auch sprechen und vor allen Dingen jahrelang im Geschäft sind und dementsprechend auch Kontakte haben. Ja? Da kann ich dir jetzt in dem Fall so gar nicht weiterhelfen, weil es nicht mein Business ist, aber man kennt auch im Laufe der Zeit einfach Menschen, die sich damit auskennen. Und ich habe mich gerade auch mit jemandem aus der Community getroffen, hier aus Alanya, wurde ich vor einiger Zeit angesprochen und gefragt, ob man sich nicht mal treffen kann. Und ich persönlich bin einer, der trifft sich eigentlich nicht so häufig mit Menschen draußen, ja, weil ich natürlich auch viele andere wichtige Sachen zu erledigen habe. Ja. Aber manchmal ergibt es auf jeden Fall einen Sinn, sich auch mit Menschen zu treffen, um Mehrwert zu bieten für dich, wenn es dich interessiert, in Bezug auf Auswandern, Vorsichtsmaßnahmen, beziehungsweise auch speziell in diesem Video um Immobilien. Damit du eben nicht auf Immobilienbetrug reinfällst. Weil die Geschichten, die er mir erzählt hat, ein Hotelbesitzer, Deutscher, also Deutsch-Türke, ja, sonst hätte ich mich mit ihm gar nicht unterhalten können, decken sich diese Geschichten mit den Geschichten, die ich teilweise gehört habe oder eben auch selbst teilweise aus Freundeskreisen miterlebt habe. Und das ist krass. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sind so hohl, muss man sich auch mal überlegen, die gehen auf Kleinanzeigen, ja, früher hieß das Ganze eBay, und suchen dann nach Immobilien und finden was Interessantes und dann steht da eine Telefonnummer und dann werden die Leute angeschrieben und auf der anderen Seite, ja, das ist meine Immobilie oder ja, ich bin Makler, meine Provision beträgt das und das, überweisen Sie doch mal gerne die Summe X auf mein Konto, damit wir dann weitergehen können, ja, weiter im Prozess gehen können. Und es gibt Leute, die machen das. Und deswegen auch hier nochmal meine Bitte, meine Warnung an dich. Wenn du Interesse hast, Immobilien zu kaufen, dann kauf sie doch nicht von der Ferne. Und vor allen Dingen investier, selbst wenn es nur 1000 Euro sind oder 2000 Euro, mach bloß keine Anzahlung vom Ausland, wenn du diejenigen nicht kennst. Ich kenne natürlich auch Menschen, die haben sich auch ein Netzwerk aufgebaut und großes Vertrauen natürlich auch aufgebaut, dass das dann auch kein Thema ist. Ja, dann sind das sozusagen auch schon eventuell Bestandskunden, die mehrere Immobilien kaufen.
über die Jahre. Und dann ist das Vertrauen da und dann kann man auch von der Ferne auch mal eine Anzahlung machen oder von der Ferne auch mal natürlich eine Immobilie kaufen. Aber letztendlich musst du immer im besten Fall vor Ort sein, dir ein Bild darüber machen, weil du willst doch die Katze nicht im Sack kaufen, du willst auch wissen, wie deine Katze aussieht, sprich deine Wohnung. Und dementsprechend ganz, ganz wichtig, reinzukommen in das Land, egal ob das jetzt Türkei ist oder Italien oder Spanien oder sonst wo, spielt keine Rolle. Geh da rein, schau dir die Immobilien an, lass dir was zeigen und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob das was eben für dich ist oder nicht. Weil Abzocke wird hier auch speziell in der Türkei großgeschrieben. Betrug. Man könnte meinen, es ist an der Tagesordnung. Ja, ich will das jetzt auch nicht pauschalisieren. Aber es gibt einfach mittlerweile sehr viele Menschen, die denken, ich kann das schnelle Geld machen. Mit Immobilien natürlich, indem sie irgendwelche Immobilien reinsetzen. In Deutschland mit einer türkischen Telefonnummer zum Beispiel, weil sie ja in der Türkei sind. Haben dann Zugriff eventuell auf das deutsche Netz mit VPN und können dann Bilder reinpacken und eine Telefonnummer. Und heutzutage kann man ja alles mit dem Translator machen und dementsprechend ist da die Sprachbarriere dann auch nicht so da. Und dann sagen die ja, mach eine Anzahlung von 2000 Euro. Ich habe sogar noch mehr gehört, also was er mir erzählt hat, Katastrophe, 60.000. Und später nochmal, ja, du musst nochmal 30.000 machen, damit ich jetzt diesen Tapu-Vorgang starten kann, also mit dem Grundbuchamt sozusagen. Und dann sind einfach mal 90.000 Euro weg. Und das ist Geld, was du wahrscheinlich nie wieder siehst. Und dementsprechend musst du auf der Hut sein. Aber das ist ja eigentlich der normale Menschenverstand, dass du nicht so viel Geld einfach irgendjemand schickst. Aber ich möchte es nochmal betonen, dass du das auf jeden Fall nicht machst. Weil es gibt einfach viele Menschen, die sind zu gutgläubig. Und gerade die deutsche Mentalität ist ja so, weil man ja so aufgewachsen ist in dieser Ordnung, in dieser Sauberkeit, in dieser Rechtssicherheit sozusagen, dass das ja in Deutschland nicht passiert. Da wirst du wahrscheinlich auch irgendwie auf die eine oder andere Art abgezogen, aber in der Regel kennt man das ja nicht. Und dementsprechend ist es so, so wichtig, Augen und Ohren offen zu halten, damit dir sowas nicht passiert. Und ich werde in Zukunft auf jeden Fall nochmal ein extra Video darüber machen mit diesem Menschen, mit dem ich mich jetzt gerade circa 2 Stunden unterhalten habe, seine Erfahrungen zu teilen und vor allen Dingen auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, damit man einfach nicht mehr reinfällt. Und vor allen Dingen, dass auch deine Freunde, deine Bekannten, vielleicht deine Eltern, auch gerade leider Rentner, ja, da ist dann oft, muss man ja leider sagen, deswegen dieser Enkeltelefontrick, ja, deswegen funktioniert ja sowas, weil Menschen einfach dann im Alter leider anscheinend abbauen, dann funktionieren gewisse Sachen einfach nicht mehr so gut, nicht mehr so flüssig. Und dementsprechend müssen gerade diese älteren Menschen geschützt werden. Und deswegen teile gerne auch dieses Video und teile auch die nächsten Videos natürlich, damit deine Eltern, deine Großeltern und du selber aber natürlich auch nicht in diese Falle hineintappst. Und dementsprechend freue ich mich auf einen Daumen nach oben von dir. Lass dem Video deine Meinung da. Hast du schon mal Erfahrungen gemacht, negative Erfahrungen oder hoffentlich positive Erfahrungen, so wie wir zum Glück nur positive Erfahrungen in Bezug auf Immobilien auch gemacht haben. Lass gerne ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke und ich zeige dir jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen was hier los ist. Okay, es ist jetzt Freitagabend, circa 9:30. Und hier im Vordergrund sieht man jetzt die Burg, die Kalle. Ja, ist eigentlich gar nicht mehr so viel los jetzt hier. Man könnte annehmen, es ist ruhig geworden. So sieht's aus. Schreib mal gerne rein, ob du schon mal hier warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und munter. Dein Markus aus Alanya.